bahnbrechende Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen. Willi Sal zeigt, wer der Meister ist. 22 zu 14 daheim gegen Einsiedeln. Gut, es gibt auch schwierigere Gegner. Der Überblick vor der Pause gelingt Willi Sal gerade ein wirklicher Sieg, nämlich der von Lukas Bosset gegen Michael Schönbächler. Denn der Marco Riesen hat gegen den erkrankten Roche Schadi erst gar nicht müssen antreten, also quasi 4 geschenkte Punkte für Willi Sal. Dementsprechend das Pausenresultat 8 zu 9 für Einsiedeln. Gross auftrumpft hat Willi Sal in der zweiten Halbzeit mit insgesamt 4 von 5 Siegen. Einzig der Mirko Studer und der Liam Yves Neier 2 zu 12 hält damit aber doch noch einen Punkt für Willi Sal. Zu den einzelnen Kämpfen, der Willi Sal Co-Trainer, der Philipp Rohrer. Es hat nicht gut für euch angefangen. Roger Kunz gegen Dani Kählin, 0 zu 8 gerade. Ja, der Roger ist natürlich ein griechischer Mann, der jetzt hier die 57 Kilo Freistil abdecken muss. Aber auch in seiner ersten Saison zusätzlich noch, muss man sagen. Aber im Großen und Ganzen war ich mit dem Kampf nicht unzufrieden. Es waren 2-3 Wertungen, die er rückwärts ins Aus macht, die er mir ein bisschen zu leicht abgibt. Aber daran kann man arbeiten. Und ich bin mir sicher, dass der Roche in der Rückrunde, wenn die griechisch-römisch in der Untergewichtsklasse ansteht, einige Leute noch überraschen wird. Der Schattdorfer-Trainer, der René Buchmann. Wie wir die einzelnen Kämpfe durchgehen, in der ersten Halbzeit hat es sehr gut für euch ausgesehen. 8 zu 9. Der Roger Kunz gerade mit dem ersten Kampf gegen Dani. Der Roger Kunz gegen Dani Kählin. Sehr, also eine souveräne, sehr konzentrierte Leistung, hat zu Null gerungen. Gegen einen unbequemen Gegner auf jeden Fall, ja. Hat er gut gemacht. Der Samuel Scherr gegen Sven Neier. Ein 3 zu 4 war knapp. Ja, aber der Samuel ist natürlich ein Bombenathlet. Und es ist toll, hat Sven den Kampf für sich entscheiden. Auf jeden Fall. Mit diesen schönen Aktionen am Boden. Neier ist gekommen. Sieht bringt das Team Sven. Im nächsten Kampf hat es wenigstens einen Punkt gegeben, kann man sagen. Samuel Scherrer gegen Sven Neier, was hättet ihr da erwartet? Können sich die beiden Kämpfer? Ja, die kennen sich natürlich, sie sind beides bekannte Ringer in der Schweiz. Obwohl sie so natürlich noch nicht gegeneinander gerungen haben im Schwergewicht wie heute, weil der Samuel ist dieses Jahr zum ersten Mal ganz oben dauerhaft eingesetzt wird. Trotzdem bin ich mit dem Samuel sehr zufrieden. Er hat sich nach der Niederlage letzte Woche kurz vor Schluss geschüttelt, hat sich die Fehler gut überlegt und hat heute einen ganz anderen Kampf gezeigt. War in der zweiten Hälfte klar überlegen, wo der Gegner wirklich auch konditionell einbrochen ist. Und das mit 20 Kilo weniger. Also Top-Leistung vom Samuel Scherrer. Eben, Pauseresultat wegen der zweiten Hälfte war 0 zu 4 und dann hat er aufgehalten 3 zu 4. Der Michael Bartmann gegen Erich Lager. Wieder ein Sieg für Einsiedeln, 10 zu 21. Ja, also 10 zu 21, das hört sich ja nach einem Handballergebnis an. Und genauso ist der Kampfverlauf auch gewesen. Mit dem Kampf bin ich am wenigsten zufrieden heute Abend. Wenn man den Michael Portmann letzte Woche ringen sehen hat, gegen wirklich einen absoluten Spitzenringer, wo er kurz vor dem Sieg stand, dann muss man ihn heute auch kritisieren dürfen. Auf der anderen Seite ist er 15 Jahre alt, ringt in der höchsten Schweizer Liga und ringt dort mit sehr großen Wille und Einsatz, und ich bin da
mit der Gesamtleistung von der Saison sehr zufrieden, aber heute musste er einfach Lehrgeld bezahlen, weil er konnte mit seinem Stil sich nicht durchsetzen und hat dann auch das Konzept nach und nach leider aufgegeben, das wir ihm vorgegeben haben. Und solche Dinge passieren mir, junger Mann, aber daraus lernt er und es wird dieses Jahr auch noch besser, bin ich sicher. Hat da einzelne gut eingestellt? Haben die gewusst, auf was man sich einlassen muss, wo vielleicht Schwachpunkte sind, dass sie aus dem Konzept gebracht haben? Nein, mir hat es eher danach ausgesehen, dass der Gegner am Anfang sehr hart gerungen hat, seine körperlichen Vorteile ausgespielt hat, der Michael dadurch leicht verschrocken war, obwohl er in Führung gegangen ist und sich dann einfach auch den Schneider wegen abkaufen hat lassen. Zwar ist er dann noch zu Punkte gekommen und hat teilweise immer wieder so ausgesehen, als würde er den Kampf zurückfinden, aber er konnte nie mehr die Ruhe ausstrahlen, die er zum Beispiel letzte Woche gehabt hat. Und das hat dann aber die Niederlage auch bedeutet am Schluss. Zwei Kämpfe gerade zugunsten von euch, auch der dritte zugunsten von euch. Der Michi Bartmann gegen Erich Lagler. 10-21, das ist ein deutliches Resultat. Ja, super. Ja. Das war schwierig zu einschätzen. Wir haben nicht gewusst, wo der Erich steht. Er hat jetzt 8 Jahre nicht mehr gerungen. Ist dieses Jahr sicher ans Training gekommen, aber der Wettkampf ist gleich noch mal etwas anderes. Und von dem her freut es uns sehr. Ja. Dass ihm der Einstand gelungen ist mit einem Sieg. Eben der Marco Riesen quasi gegen Roger Schlag gar nicht müssen antreten. 6-8. Danach hat Lukas Bosser gegen Michael Schönbächler. 6-2 für Luki Bosser. Ja, wenn es jetzt optimal für uns läuft, hätten wir uns da ein bisschen mehr erhofft. Aber Michael ist heute nicht ganz so spritzig gewesen. Er hat jetzt auch noch relativ viel Gewicht müssen machen. Das hat man ihm ein bisschen angemerkt. 8-9. Aber ist okay, ja. Ja, ganz einfach haben sie im nächsten Kampf gehabt. Den ersten Sieg quasi ist euch in die Hände gefallen, durch krankheitshalber vom Einsiedler Ringer. Dann der Luki Bosset gegen Michael Schönbächler. 4-0 in der Pause. Und dann noch ein 6-2. Ja, mit dem Kampf muss man natürlich sagen, Luki hat letzte Woche gegen Randy Vogt sich wirklich eine Packung abholen müssen gegen einen internationalen Topathlet, hat sich da aber auch geschüttelt. Ist heute ganz stark zurückgekommen, hat bis 20 Sekunden vor Schluss den Kampf mit 6-0 ganz kleine Tasche gehabt. Eine kleine Unachtsamkeit hat zum Punkt für den Gegner geführt. Heute können wir es verkraften. Wir hoffen, dass es dann im Finale nicht nochmal passiert. Natürlich auf Telenapf Xanders. Da die Szene. Okay, Pausenstand 8-9. Haben Sie damit etwas gerechnet? Ja, wir haben gewusst, dass die erste Hälfte für uns schwer wird, um im Vorsprung zu liegen. Wir haben gehofft, dass wir im 61er vielleicht einen knappen Sieg machen und dann wäre es genau andersrum gestanden. So haben wir das akzeptiert, aber wir waren sicher, dass wir das in der zweiten Runde heimholen. Ja, genau. Der Dominik Bosser gegen Bruno Schneider. 16-0 in der ersten Halbzeit, hat nicht mal fertig machen müssen, technische Überlegenheit. Ja, der Dominik hat heute eigentlich das gezeigt, was ich eigentlich von ihm grundsätzlich erwarte und was er letzte Woche überhaupt nicht auf die Matte bringen konnte, ist diese Woche regelrecht aus ihm raus explodiert. Er hat jetzt, wo der Gegner gekommen ist, die Fehler vom Gegner genutzt, die Energie vom Gegner nutzen können und daraus zu eigenen Wertungen kommen. Letzte Woche war es genau andersrum, der Gegner ist gekommen und der Dominik hat sich regelrecht überrennen lassen. Das hat ihn natürlich auch geweckt und er wollte heute unbedingt zeigen, dass es besser kann und das haben wir heute auch gesehen. Das Pausenresultat, habt ihr so ungefähr so erwartet oder ein bisschen höher noch? Ja, aber wenn es optimal läuft, wäre es vielleicht sogar noch ein bisschen höher gewesen, aber es ist gut gelaufen, es war okay gewesen. Es wäre immer noch etwas drin gelegen. Die zweite Halbzeit ist dann nicht ganz so für euch gelaufen. Dominik Bosser gegen Bruno Schneider, 16-0. Ja, souverän von Dominik, ja. Die Idee wäre schon gewesen, dass der Bruno einen Punkt holt, aber Dominik hat nichts zugelassen, nein. Der Tobias Bartmann gegen Jan Neier, ein 8-4, noch spannend ausgesehen, der Kampf. Ja,
ja, zwei Freistil-Spezialisten, die sich hier im Greco duelliert haben. Ja, der Jan hat sich gut geschlagen. Es hat nicht so keinem viel gefällt eigentlich. Ja. Tobias Bortmann gegen Jan Neier ebenfalls für euch 8-4 allerdings. Das Punkte haben müssen abgeben. Ja, da ringen zwei Freistilathleten gegeneinander im Griechischkampf. Das ist immer recht schwierig zum Einschätzen. Trotzdem war ich mir ziemlich sicher, dass der Tobias das nach Hause bringt. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass der Tobias Portmann durch den WM-Einsatz und durch die lange Vorbereitung auf die WM jetzt einfach auch ein bisschen müde heute gewirkt hat und auch einfach jetzt ein bisschen Regeneration braucht, um dann in den entscheidenden Kämpfen dann auch in seiner Stilart, im Freistil in der Rückrunde, uns wirklich die wichtigen Kämpfe heimzubringen. Trotzdem solide Leistung von ihm und wir haben das Ding gewonnen, also was will man sich da beschweren. Andi Reichmuth gegen Andreas Burkhardt, genau das gleiche wieder, das Pünktchen abgeben, 16-6. Ja, auch hier bin ich sehr zufrieden. Der Andi mit seinen Konterattacken, wenn der Gegner in der Vorwärtsbewegung ist, springt er unglaublich stark nach unten rein. Der Gegner, haben wir gewusst, ist da gerade in der Situation starker Konterringer. Wir haben es aber darauf ankommen lassen und haben gesagt, nein, der Andi ist hier noch stärker. Und das hat sich ja auch gezeigt, indem er meistens, wenn es darum ging, dann die Wertung gemacht hat. Und eigentlich, wie die letzten zwei Kämpfe, auch ein souveränes Sieg für uns heimgebracht hat. Topform vom Andi einfach. Der Andreas Reichmuth gegen Andreas Burkhardt, 16-6. Ja, da haben wir insgeheim eigentlich auch auf eine Überraschung gehofft. Aber ja, der Andreas war zu abklären gewesen, hat das auch gut heimgebracht. Also der Andreas, der Reichmuth. Ja. Der Mirko Studer gegen Yves Neier, 2-12. Ja, da wäre es halt auch darum gegangen, zu Null zu ringen. Aber der Mirko Studer ist natürlich schon, ist klar, ist Vize-Schweizer Meister und hat das auch gut gemacht. Ja. Schöne Aktion. Mirko Studer gegen Yves Neier, 2-12. Ja, der Mirko ist diese Woche zum ersten Mal zum Einsatz gekommen bei uns in der ersten Mannschaft. Er hat sich das durch fleißiges Training erarbeitet. Außerdem hat der Kilian mal eine Pause gebraucht nach der Schulterniederlage, unglücklich letzte Woche. Wir haben gewusst, dass es für den Mirko nicht unbedingt einfacher wird. Vielleicht der stärkste Mann in der Gewichtsklasse überhaupt in der Schweiz. Trotzdem bin ich sehr zufrieden mit dem Mirko, weil er hat jede Situation ausgekämpft. Er hat sich nicht unterkriegen lassen und hat uns verdient den Punkt auch nach Hause gebracht. Ansonsten muss man sagen, mehr ist gegen den Topmann einfach auch nicht drin. Guten Mirko, 30 Sekunden, in Rönsche, 30 Sekunden, Rosner Punkte, 80. Hätte so weit gerechnet gehabt. Der Roger Heiniger gegen Bruno Flück, wunderschöner Kampf, 16-0 für euch. Naja, die letzte Woche ist der Roger mit einer Verletzung an der Seitenlinie gestanden. Hufe scharren, kann man sagen. Er ist so top motiviert gewesen heute auf den Kampf, sodass wir ihn eigentlich eher vorher ein bisschen bremst haben. Haben gewusst, der Gegner wird die erste Minute stark kommen, weil er hat viel Gewicht gemacht, der Gegner. Und dann deutlich abbauen. Und der Roger hat das ganz clever gemacht. Der Gegner ist gekommen, der Roger hat den Punkt gemacht. Am Boden mit seiner Ausheber Augenweide, mit fast normal über 10 Kilo weniger, wenn der andere voll im Gewicht steht. Das waren wirklich tolle Aktionen und ganz verdient den Überlegenheitssieg nach Hause gebracht und damit unsere Mannschaft auch den Sieg gesichert. Ganz am Anfang ist es sehr emotional gegangen.
Roger Heiniger gegen Bruno Flück, 16-0, technische Überlegenheit. Ja, jetzt nicht viel, nicht viel zum dazu sagen. Ja. Bravo Roger. Ja. Sagen nicht, aber da gibt es noch etwas zu sehen. Alles auf einen Blick. In der Gewichtsklasse 57 kg Freistil unterliegen Roger Kunzem, Dani Kählin 0-8 nach Punkten, 0-3 Mannschaftspunkte für Einsiedeln. Im 61er Greco verliert Michael Bortmann gegen Erich Lagler 10-21 nach Punkten, 1-3 Mannschaftspunkte für Einsiedeln. Im 65er Freistil gewinnt Lukas Bosset gegen Michael Schönbächle 6-2, 2-1 für Willisau. In der Kategorie 70 kg Greco bezwingt Tobias Bortmann Jan Neier 8-4 nach Punkten, 2-1 für Willisau. Im 74er Freistil verliert Mirko Studer gegen Yves Neier 2-12 nach Punkten, 1-3 für Willisau. Im 74er Greco gewinnt Roger Heiniger gegen Bruno Flück 16-0, damit technische Überlegenheit und 4-0 Mannschaftspunkte für Willisau. Im 80er Freistil schlägt Andreas Reichmuth Andreas Burkhardt klar mit 16-6 nach Punkten, 3 Mannschaftspunkte für Willisau, 1 für Einsiedeln. Im 86er Greco bezwingt Dominik Bosset Bruno Schneider 16-0, technische Überlegenheit 4-0 für Willisau. Dass er wirklich gewonnen hätte, musste Marco Riesen nicht unter Beweis stellen. Im 97er Freistil verzichtete Roger Schatt krankheitsbedingt auf einen Kampf 4-0 für Willisau. Und im 130er Greco unterliegt Samuel Scherer vor 350 Zuschauern in der Mehrzweckhalle in Willisau im Sven Neier knapp 3-4, damit 1-2 für Einsiedeln. «22-14, habt ihr etwa so viel gerechnet? Hat es ein bisschen mehr, ein bisschen weniger sollen sein?» Wie gesagt, man kann ihm für 57er einen Punkt mehr holen, man kann im 61er den Kampf gewinnen statt verlieren mit einer anderen Leistung. Dafür kann man auch den einen oder anderen Punkt vielleicht noch mehr abgeben, wenn der Marco Riesen einen Gegner hat. Ich muss ja auch erstmal zu 0-4-0 gewinnen. Also im Großen und Ganzen haben wir ungefähr das Ergebnis geschätzt und damit gerechnet. Einsiedler hat sich so teuer wie möglich verkauft, aber für sie ist es in der Liga einfach sehr schwer. Das hat man die letzten Jahre schon gesehen. Und wir wünschen Ihnen alles Gute und für uns geht jetzt der Blick einfach direkt nach vorne Richtung Schattdorf, wo die nächste Aufgabe auf uns wartet. Genau, das Stichwort. Was schätzt man euch, Schattdorf? Es ist natürlich klar, dass wir jetzt mit 2-2 Kämpfen unbedingt mit einer positiven Bilanz als Meister vom letztjährigen Jahr aus der Vorrunde gehen wollen. Und das heißt, wir werden gegen Schattdorf so stark wie möglich kommen und werden alles dran setzen, die Punkte in Schattdorf zu entführen und versuchen, mit einer positiven Bilanz in die Rückrunde zu gehen. Es wird sicherlich ein schwerer Kampf gegen Schattdorf. Schattdorf hat gezeigt, an dem, was sie bis jetzt geleistet haben, dass sie immer gefährlich sind für jeden Favorit. Trotzdem bin ich überzeugt, dass, wenn wir die Leistung von heute wiederholen können, dass da ein Sieg drin sein müsste. Okay, gut, danke vielmals, super. Nächster Kampf, wo geht es durch? Ergiswil. Ergiswil, was malt ihr euch aus? Was wäre so das Wunschresultat? Gewinnen. Gewinnen, ja. Immer, also ist immer der Wunsch. Ja. Okay, gut. Danke vielmals. Danke auch. Gewinnen gegen Hergiswil, wir werden es sehen. Natürlich auf Telenapf, Telezentralschweiz. Beachten Sie dazu auch die Prognosen von Johnny, auch zu den anderen Kämpfen. Gerade anschliessend an die Sendung.
ringen dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert.